Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 241. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Hi. Und das war's dann auch schon. Wir sind heute in einer kleinen, aber feinen Zweierrunde. Die anderen sind irgendwie alle arbeiten und so ewig lang wird die Folge heute auch nicht, weil mich hat's, wie man vielleicht hört, mit so ein bisschen Rüsselpest erwischt. Das Rüsseltier mit Rüsselpest, genau. Und die heutige Sendung steht auch unter dem Motto Husten, Schnupfen, Bayern, Schmerzen. Weil Schmerzen haben wir den Bayern am Wochenende ja mehr als genug bereitet, oder? Da ja, haben wir den Titel jetzt schon für die Sendung gefunden, können wir jetzt eigentlich wieder heimgehen, oder? Also, also ich meine, wir müssen wirklich sagen, wir haben den mehr als Kopfschmerzen bereitet. Ich hätte im Leben nie erwartet, dass die Eintracht eine solch gute Leistung auf den Platz bringt. Natürlich sind die Bayern vielleicht nicht in der Form ihres Lebens, aber was die Eintracht da gespielt hat, und das kommt mir in der Berichterstattung fast ein bisschen zu kurz, die haben wirklich einen guten Stiefel zusammengespielt. Also wenn ein Thomas Müller danach im Interview sagt, von wegen, wir waren überrascht, die Eintracht hat das Heft des Handels in die Hand genommen und hatte damit uns unter Kontrolle, dann will das schon viel heißen. Ja, also ja. Das hast du auch so rundherum in allen Nachberichtdingern gemerkt, dass die da schon so ein bisschen angefressen waren. Und ich fand, das hast du auf dem Platz gemerkt, gerade so zum Beginn der zweiten Halbzeit. Der Herr Robben mag das ja irgendwie gar nicht, wenn man ihm mal so kategorisch auf den Füßen steht. Und der Herr Sanchez, der war daher auch so ein bisschen pisst. Mhm. Und du hast das auch gerade, fand ich, so in diesen 3 Minuten Nachspielzeit gesehen. Also was die Bayern halt überhaupt nicht abkönnen, ist, wenn sie nicht vorne liegen und dann der Gegner auf Zeit spielt. Also da hast du schon gemerkt, da waren so ein paar Leute, gerade hier so Hummels, Boateng, die waren da aber schwer am Rotieren. Huiuiuiui. Das stimmt, ja. Aber ich muss auch sagen, gleich von Anfang an hat die Eintracht eigentlich versucht, mit Zug zum Tor zu spielen. Ne? Also ich meine, wenn du dir überlegst, okay, ich habe mir die Aufstellung angeguckt, da habe ich gedacht, meine Güte, wir spielen wirklich mit so einem Defensivriegel. Ne? Also Hector, Abraham, Vallejo, war alle in der Innenverteidigung. Dann hast du ja auf der Rechtsaußenposition Chandler gehabt, dann Oczypka auf der Linksaußen. Da habe ich eigentlich schon gedacht, okay, das wird jetzt hier eine gute Defensive, vielleicht mit keinem Gegentor, also so einen Punkt irgendwie aus dem Stadion mogeln, aber es war ganz anders. Die Interpretation dieses, ja, Fünferriegels will ich es mal nennen, die war ja wesentlich offensiver. Also, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das unten aus dem Stehblock gesehen hast, ich war ja oben drüber auf dem, im Sitzblockbereich und du hast schon gesehen, dass wenn die Bayern in der Vorwärtsbewegung waren mit dem Ball, dann haben wir mit einer Fünfer, teilweise sogar mit einer Sechserkette gespielt. Mhm. Und in dem Moment, wo wir den Ball bekommen haben, hat sich das komplett geändert und wir haben mit einer Dreierkette hinten gestanden, weil dann waren wirklich nur noch Abraham, Vallejo und Hector hinten. Alle anderen sind kategorisch mit nach vorne. Also die haben komplett einmal das System dann geändert in dem Moment, wo sie den Ball hatten. Und das konsequent über die ganzen 90 Minuten. Das fand ich schon recht ordentlich. Auf jeden Fall. Und was mir halt auch sehr gut gefallen hat, ist, dass ja auch die Angreifer von der Frankfurter Eintracht, also jetzt Rebic, Meier, im Zweifelsfall auch Husti, dass die wirklich, und Fabian im Endeffekt sogar auch, wirklich auch sehr offensiv an die Gegner gegangen sind. Also die haben die Bayern wirklich nicht entfalten lassen wollen. Du bist gleich an den ballbesitzenden Menschen rangegangen, schnell unter Druck gesetzt. Und das, so kam es dann, dass wir schon relativ früh uns die ersten Chancen eigentlich entwickelt haben. Ich glaube, in der 6. Minute gab es, glaube ich, Rebic war derjenige, der einen Kopfball hatte. Und das war dann gleich zu Beginn eine richtig gute Phase der Eintracht. Und so ging das im Endeffekt sogar auch weiter. Ja, also wir sind ja sowieso eine der Mannschaften, die relativ hoch stehen und früh ins Pressing gehen. Ich glaube, die einzige Mannschaft, die halt wirklich in der Liga momentan noch höher steht mit ihren Abwehrreihen, sind in der Tat die Bayern an sich. Ich glaube, damit haben die nicht gerechnet, dass wir dieses System eben auch gegen die fahren, weil alle anderen sich wahrscheinlich einfach bisher kategorisch hinten reingestellt haben. Wir sind früh draufgegangen. Ich fand, wir waren aber halt auch mit der nötigen Portion frech, was das Spiel gegen die Bayern angeht, also gegen die einzelnen Spieler angeht, wenn du siehst, wie irgendwie Fabian oder auch Hector mal irgendwie mit dem Ball mal links, mal rechts rum, dann wirklich da auch einfach in die Zweikämpfe reingegangen sind. Ich glaube, damit haben die einfach wirklich so kategorisch nicht mit gerechnet. Ich meine, hinzu kam, dass die einfach auch einen grottenschlechten Tag gehabt haben. Also wenn du gesehen hast, was da an Fehlpässen und so weiter unterwegs war und keine Struktur im Aufbau.
Also die hatten einfach auch einen rabenschwarzen Tag, aber selbst wenn sie den nicht gehabt hätten, hätten wir denen ordentlich das Leben schwer gemacht. Ob das Ergebnis... Und trotzdem muss man ja sagen, sie sind immerhin mit 1-0 in Führung gegangen. Ne? Und das fand ich noch das Bemerkenswerte, dass wir nicht wie sonst oft in der Vergangenheit mit unserem System komplett zerfallen sind, sondern einfach wirklich Kovac es von vornherein geschafft hat und den Spielern vermutlich, ohne es jetzt genau zu wissen, gesagt hat, hey, es wird passieren, die Bayern werden ein Tor schießen, die werden wahrscheinlich sogar in Führung gehen und ihr müsst einfach nur dran glauben, an dem System festhalten, und das haben wir getan. Ja, und sind ja dann auch belohnt worden, dass wir es geschafft haben, zweimal über diese 90 Minuten hinweg den Ausgleich zu schaffen. Ich meine, das Gegentor, also zum 1-0, das war auch schon, oh, das hat mich so gefuchst, weil ich fand, die Eintracht war echt gut dabei, und dann bekommst du in der 10. Minute so ein total, also merkwürdiges Gegentor, dass der, also das macht, so ein Ding macht halt vielleicht auch echt nur Robben, dass er dann irgendwie so mit Hilfe des Innenpfostens das Ding dann noch irgendwie in die lange Ecke schiebt, ja, also ja. Mann, also sehr ärgerlich, aber wie du gesagt hast, die Eintracht hat sich da nicht unterkriegen lassen und hat auch gleich weiter versucht, irgendwie selbst Akzente zu setzen, auch die Bayern haben es ja nicht geschafft, seine ihrerseits dann irgendwie das 2-0 zu machen. Ich glaube, da war bis auf Coman hat nochmal eine Chance gehabt, ansonsten war da nicht mehr viel. Nee. Und du hast auch das Gefühl gehabt, dass die Eintracht hier trotz des Rückstandes eigentlich die bessere, vielleicht sogar in gewisser Weise spielbestimmendere Mannschaft ist. Und dann ist uns ein Tor passiert, was so auch vollkommen verdient war. Huschti mit dem 1-1 in der 43. Minute, ich glaube nach einem Pass, oder ich weiß nicht, ob das eine Flanke war, ich weiß gar nicht, war es ein Pass? Oder? Ein Pass. Ja, nach einem Pass von Otschipka im Endeffekt sogar, ne? Genau. Ja, ich meine, er hat auch ein bisschen Glück, dass der Gegenspieler das Ding da so ein bisschen vertändelt und er ihn mitnehmen kann, aber dann halt auch einfach eiskalt das Ding dann da rein gedrückt. Also das musst du dir halt auch erstmal erarbeiten, das Ding. Ich hatte ja in der Halbzeitpause, als wir uns getroffen haben, auch kurz gesagt, dass ich von vornherein schon das Gefühl hatte, dass wir näher am Ausgleich sind als die Bayern am 2-2, und das hast du eigentlich auch gemerkt. Ja. Auf jeden Fall. Und auch, wenn du dir überlegst, dass der, ich meine, wir hatten ja richtig gute Chancen, wo ich mich einmal total geärgert habe, war die Meier-Chance so Mitte der 30. also so im Roundabout 34. Minute. Okay. Wo es dann wirklich genau darum ging, diesen Ball einfach nur noch einzuschieben mit seinem Schädel, ja, und das kriegt er nicht hin. Und mir dacht, meine Güte, das war so ein richtig gutes Ding, so ein typisches Meier-Tor normalerweise. Ja. Aber gut, wir hatten Huschti, der für mich, wir werden gleich noch auf die gelb-rote Karte kommen, aber der für mich auch gerade in der ersten Halbzeit ein herausragend gutes Fußballspiel gemacht hat, und dann war der Ausgleich in der 43. auch mehr als überfällig. Ja, das definitiv. Also der war sehr überfällig. Meier hatte so 2-3 Kopfballdinger. Das eine, was er ja daneben gesetzt hat, das andere, was er Neuer ja quasi direkt in die Arme gedrückt hat. Was mich auch so ein bisschen gewundert hat, dass die es halt immer wieder zulassen, dass ein Meier, der ja durchaus dafür bekannt ist, da so frei an den Ball kommen kann bei den hohen Flanken, die ja wirklich auch lange unterwegs waren. Aber trotzdem haben sie es nicht sauber verteidigt bekommen. Ich glaube, das hat auch den Herrn Lahm dann da so ein bisschen gefuchst, dass die Abwehr da hinten so ein bisschen blöd stand. Und auch, also dann auch, gut, dann sind wir in die Pause gegangen, im Endeffekt mit einem 1-1, ja. Aber auch als der zweite Durchgang dann im Endeffekt startete, fand ich, dass die Eintracht auch hier zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft war. Ja, also gleich wieder aggressive Eintracht-Spiele. Bayern irgendwie, ja, die haben eine gewisse Qualität, die merkst du dir natürlich an. Und die ist halt immer vorhanden. Aber im Vergleich zu den Bayern-Spielen, sage ich mal, der letzten Jahre, war das im Endeffekt deutlich, deutlich schlechter. Und die kamen nicht so gut zum Zug, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hätte in München. Ja, also das definitiv. Ich fand, das Spiel ist schon gleich zum Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen körperlicher geworden, was auf mich auch einfach ganz klar mit der Hereinnahme von Renato Sanchez auf Seite der Bayern zu tun hatte. Der halt einfach ein ganz anderer Spielertyp ist, der ja für Alonso gekommen ist, der ja nicht so richtig ins Spiel gefunden hat. Gar nicht. Ja. Mhm. Aber du hast halt schon einfach gemerkt, das ist dadurch wesentlich körperlicher geworden, und du hattest dann halt auch diese ganzen Situationen, dass es halt einfach wesentlich mehr Fouls und mehr so Nicklichkeiten und Unterbrechungen gab, wo ja sehr oft einfach auch Sanchez mit dran beteiligt war, was ja dann nachher in dieser Rudelbildung geendet hat, wo sich ja dann Sanchez und Huschti dann da am Wickel hatten. Mhm.
was von der Tribüne her schwer zu sehen war, was dann da alles passiert war. Ich war noch so ein bisschen irritiert, weil ich dann irgendwie noch so einen Arm durch die Gegend fliegen sah und mir nicht ganz sicher war, wer das war. Das hat sich ja dann im Nachhinein herausgestellt, dass das der Ersatztorhüter von den Bayern war, der ja nicht mal offiziell in der Mannschaft drin war, sondern der einfach so nur mitgereist und auf der Bank saß, den sie ja jetzt im Nachhinein dann auch noch für ein Spiel gesperrt haben. Zu Recht meiner Meinung nach. Weil das war ja schon ganz klar eine Tätigkeit. Also wenn du die auf die Entfernung von der Tribüne oben aus sehen kannst, dann ist das ja schon ganz klar. Aber du hast schon gemerkt, einfach viele Kleinigkeiten, viel körperlicher geworden. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Sanchez für mich nachher auch irgendwann noch die gelb-rote Karte hätte kassieren müssen. Der ist da ja auch das ein oder andere Mal, nachdem er verwarnt war, noch so ein bisschen fies in die Zweikämpfe gegangen. Hector, muss man allerdings sagen, hätte auch sich nicht beschweren können, wenn er die gelb-rote gesehen hat. Der war ja dann da auch immer ganz gut dabei. Also Ampelkarte jetzt, sage ich mal, für Husch, die war schon berechtigt, ne? Muss man sagen, war, kann man geben, ne? Ja. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Für mich hat Husch, wie gesagt, wie ich schon vorhin angedeutet habe, ein richtig gutes Spiel gemacht. Das tut der ganzen Sache jetzt halt auch keinen Abbruch, gerade wenn du sagen musst, wie die Eintracht danach noch gespielt hat. Aber war im Grunde ärgerlich. Hector hätte aber wirklich auch vom Platz fliegen können. Da waren ein paar Situationen dabei. Gut, es wurde sich viel über den Schiedsrichter im Stadion, wurde sich sehr, sehr viel über den Schiedsrichter mokiert, aufgeregt. Ich weiß nicht, wie das bei dir oben aussah, aber ich hatte das Gefühl, dass es zum Teil auch zur Stimmung beiträgt, um das ganze Spiel noch, wie soll ich sagen, noch emotionaler zu gestalten. Ja, weiß ich nicht. Also er ist ja relativ früh schon in das Thema Karten eingestiegen. Ich glaube, Hector hat ja in der 8. oder 9. Minute schon irgendwie seine gelbe Karte kassiert. Also er hat ja versucht, von vornherein mit einer relativ klaren Ansprache zu zeigen, dass da halt eben einfach nichts geht, um da einfach wahrscheinlich keinen Stress irgendwie aufkommen zu lassen. Ich fand schon, dass er die Linie einfach die ganze Zeit durchgezogen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob man dann da jetzt so großartig irgendwie auf den Schiedsrichter schimpfen muss. Ich meine, klar, wenn du da im Stadion stehst, dann ist das irgendwie alles ein bisschen schwierig. Man muss natürlich auch sagen, dass wir eine völlig andere Position haben, um so ein Spiel dann einfach auch da zu beurteilen. Das könnte ich nie bewerten von der Situation halt aus, ne? Ja. Also da sind echt so Dinger dabei. Gerade auch, ob das jetzt, ob Husti den wirklich getroffen hat oder nicht. Da sind wir wirklich die falschen Ansprechpartner. Aber ich denke, es war im Grunde alles vertretbar. Interessanterweise jetzt auch nichts komplett Spielentscheidendes. Insofern kann man da für mich auch den Haken dran machen. Eintracht hat dann eigentlich weiterhin gut gespielt, aber dummerweise irgendwann auch wieder einen Gegentreffer kassiert. Ja? Sogar noch vor der gelb-roten Karte. In der 62. Minute war das dann Kimmich, der momentan ja irgendwie weil gefühlt jedem Bayern-Spiel trifft, hat er mittlerweile schon fast mehr Tore als Lewandowski, man weiß es nicht genau. Theoretisch könnte ich jetzt sofort nachschauen, also auf jeden Fall. Ich glaube, ist er nicht aktuell auch generell in der Torjägerliste? Ja, Joshua Kimmich hat relativ hat 4 Tore geschossen, Robert Lewandowski hat ist mit 5 Toren noch ein bisschen besser. Ja. Aber man bedenke, welche Position Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich, je nachdem, welcher Sportgelehrte sich hier einschalten will und sagen will, wie der richtige Name ist. Also ich nenne jetzt einfach mal Joshua Kimmich, habe auch mal Joshua Kimmich gesagt, also ihr wisst, was ich meine. Dafür, dass er ja eine relativ defensive Position bekleidet, ist das natürlich eine herausragende Quote. Auch da hat er wieder seine Qualitäten gezeigt. Aber wie gesagt, 3 Minuten später gibt es eine gelb-rote Karte und da hätten wir ja normalerweise denken können, meine Güte, jetzt wird es ganz brenzlig für die Eintracht. Pustekuchen. Die hat danach wieder richtig gut Fußball gespielt. Du hast eigentlich zeitweise gar nicht gemerkt, dass wir hier mit 10 Leuten nur auf dem Platz sind und es ging richtig nach vorne. Ja, ich fand aber auch, dass die Wechsel, die Kovac dann gemacht hat, durchaus gut überlegt waren. Er hat ja dann Hasebe gebracht für Rebic, um einfach hinten das so ein bisschen zu stabilisieren. Er hat dann kurz danach Hector rausgenommen, der ja auch quasi vorbelastet und so ein bisschen schwierig war, und hat er für Tarasay gebracht, der jetzt für mich auch nicht wieder so sehr auffällig war. Nee, muss ich auch sagen, ja. Und hat ja dann versucht, Meier rausgenommen und Ragota zu bringen, um einfach auch so ein bisschen mehr über die Technik vielleicht einfach zu kommen. Also das war schon, die Wechsel waren für mich alle nachvollziehbar. Am Ende hat ja dann wieder Fabian das Ding gemacht nach einer Flanke von Schändler.
Und da muss man sogar sagen, ich habe eben gerade darüber, sorry, wenn ich jetzt dich unterbreche, aber genau da müssen wir uns eigentlich zurückerinnern, wie ist denn das passiert? Das ist ja eigentlich schon, wir haben gerade über Tarascay gesprochen. Tarascay war derjenige, der auf Chandler gepasst hat, also hat er hier auch so einen gewissen Anteil an dem 2-2 ja. gehabt, dass er das Spiel verlagert hat und dann halt wieder hin zu Chandler. Ja. Und was Chandler da gemacht hat, war ja auch herausragend. Was ist aus diesem Fußballer geworden? Ist es mittlerweile hier, also ist es noch der Chandler, den wir kennen? Ich weiß es nicht. Also er ist ja auch zum Spieler des Spiels dann nachher gekürt worden. Also er ist, glaube ich, sogar in der Elf des Spieltags nachher gelandet. Mhm. Also der hat sich extrem gemacht. Also da, was wir da vorher noch an Sorgen hatten, ich erinnere uns noch, dass wir uns darüber beklagt haben, dass Chandler da als Rechtsverteidiger spielen muss und als Backup für die Innenverteidigung irgendwie herhalten muss, wenn da einer verletzt ist. Also im Moment bin ich da jetzt nicht so traurig drum, dass der da als Rechtsverteidiger spielt. Nee, also Leute, sagt mir, was ihr mit dem Chandler gemacht habt, aber keine Angst, behaltet nur ruhig bei euch, denn den wir da momentan auf dem Platz haben, der ist richtig gut. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich bin begeistert gewesen von dieser Leistung und mich freut es auch persönlich für ihn, mal so ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht zu haben und maßgeblich daran beteiligt gewesen zu sein, dass die Eintracht hier mit einem Punkt vom Platz zieht und den Bayern ja wirklich Paroli geboten hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also es war eine überragende Flanke und dass auch Fabian da gar nicht erst irgendwie versucht, irgendwie das Ding noch irgendwie umständlich anzunehmen, sondern halt einfach die Brust hinhält und du siehst ja richtig, wie er mit dem Oberkörper rumgeht, um das Ding halt wirklich mit der Brust da irgendwie reinzulenken. Mhm. Und gut, und das muss man dazu sagen, dass er auch irgendwie wahrscheinlich mit zwei Fußzehen da im Abseits gestanden hat. Allerdings haben die Bayern beim 1-0 auch irgendwie, hat Alaba, glaube ich, irgendwie mit zwei Fußzehen im Absatz gestanden. Also von daher gleicht sich das am Ende dann halt auch wieder aus. Ich war bei dem Treffer noch so ein bisschen unsicher, weil es für mich im ersten Moment von der Tribüne aus so ein bisschen nach Handspiel aussah. Ja. Da dachte ich schon so, huch, Mist, jetzt kriegen wir das Ding abgepfiffen. Aber auch da muss man sagen, Herr Schiedsrichter, alles richtig gesehen und laufen gelassen. Also die Körperbewegung sieht halt mega unmerkwürdig aus. Ne? Also wenn du dir das anguckst, auch nochmal im Replay, dann denkst du, ja, also, puh, ne, aber er hat es wirklich nur mit der Brust gespielt, ja. Man merkt, der Marco Fabian, der kann mehr als nur mit dem Fuß und nur mit dem Kopf, der kann es auch mit der Brust. Also von mir aus, mir soll das recht sein, nach so einer Art Flanke von Chandler war das auch genau die richtige Bewegung, die er da gemacht hat. Und dann nimmt man das Ding einfach mit. Ich würde auch sagen, gut, dass du es angesprochen hast mit dem Abseits, aber auch da haben wir ja eine ausgleichende Gerechtigkeit hergestellt. Ich habe auch nicht von den Bayern danach irgendwie gehört, ja, das wäre Abseits gewesen oder so. Also da hat sich auch keiner beschwert, muss man auch mal sagen. Eine faire Sache. Und so haben wir dann einen Punkt, den wir mehr als verdient hatten. In der Schlussphase war es ja dann so, ich glaube, Sanchez war es noch mal ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht, hat er da irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, hat er noch mal so das Außennetz so ein bisschen getroffen. Ja, Sanchez hatte so ein Ding ja, und Lewandowski ja. hatte irgendwie so kurz vor der 90. noch mal irgendwas mit einem Kopfball. Der wurde ja dann eingewechselt. In den letzten 3 Minuten standen wir ja wirklich mit Mann und Maus einfach nur hinten drin. Also, dass er da nicht spontan noch irgendwie den Bus vors Tor gefahren haben, war ja eigentlich alles. Ja, aber ich meine, klar, was willst du denn machen? Also, spielerisch kannst du da einfach nichts mehr reißen. Du bist eh schon ein Mann hinten dran. Dann heißt es halt einfach alles blocken, was geht. Und das haben sie ja dann auch konsequent gemacht und sind dafür ja mehr als belohnt worden. Finde, da ist immer noch bei dem Ergebnis, ist am Ende so ein bisschen Wehmut mit dabei, weil klar haben wir gegen die Bayern einen Punkt erobert, genauso wie Köln das geschafft hat, was auch für mich absolut in Ordnung ist. Trotzdem fand ich, dass wir spielerisch es auch durchaus verdient gehabt hätten, an dem Tag die vollen 3 Punkte für uns zu haben. Aber ich glaube, das ist jetzt auch wir reden halt immer noch von den Bayern, also das ist vielleicht dann noch einfach ein bisschen zu viel verlangt. Ja, das ist richtig. Wobei ich echt sagen muss, für mich macht das immer wieder Spaß. Also das gesamte Spiel war für mich eine Offenbarung in gewisser Hinsicht. Denn ich hatte das Gefühl, dass hier zwei Bundesliga-Vereine gegeneinander spielen, die keine Welten trennen. Also die wirklich beide Fußball spielen, in einer gewissen Art und Weise arbeiten. Der eine natürlich besser drauf ist als der andere, das ist auch klar. Aber du hast nicht diese Welten, diese Schwelle der Unberührbarkeit zwischen zwei Teams, die mich mittlerweile eigentlich schon
gelangweilt und geätzt hat, ja, wenn die Bayern kamen oder so. Natürlich, auch im letzten Jahr sah die Eintracht gegen die Bayern aus, aber da war das Verhältnis doch noch ein bisschen ein anderes. Daher konntest du irgendwo dann doch froh sein, dass du einen Punkt hattest. Aber jetzt, wie du es eben schon beschrieben hast, war es ja teilweise sogar anders. Wenn man ganz optimistisch das sieht, kann man, oder ganz durch die Eintracht-Brille hätte man durchaus sagen können, ja, vielleicht ist auch schade, dass wir hier nicht 3 Punkte rausgeholt haben. Ja. Also, und dieses Gefühl einfach zu haben, dass die Eintracht mal wieder gegen die Bayern gespielt hat, auf Augenhöhe, ja, das ist schön. Und das, ehrlich gesagt, finde ich das auch teilweise gut für die Bundesliga. Wir werden trotzdem die Bayern am Ende der Saison in der Tabellenspitze sehen. Aber das jetzt, um auch mal mitzumachen, ist für so potenzielle Fußballskeptiker wie uns gar nicht so verkehrt, die ihr sonst immer die Bayern schon 3 Nummern besser sehen und eigentlich, und du dir schon die Frage gefallen lassen musst, ob das denn Sinn macht, dass die Bayern überhaupt noch in einer Liga mit der Eintracht spielen. Also da war das für mich einfach eine schöne Situation, schöne 90 Minuten. Ja, also wenn du dir generell anguckst, wie die Tabelle momentan ist, ich habe sie gerade eben mal aufgemacht, dann ist da ja generell das so, dass du nach 7 Spielen ist da ja nicht so eine Situation, dass du irgendwie schon massenweise Vorsprung hast. Die Bayern haben gerade mal 2 Punkte auf den zweitplatzierten Vorsprung, ja, der überraschenderweise ja nicht Borussia Dortmund, sondern der erste FC Köln ist. Und du hast zwischen Platz 1 und den Platz 6 sind halt auch noch 4 Punkte Unterschied. Also da ist halt schon einiges an Nähe noch drin, was man vielleicht, wenn man sich das so angeguckt hat, wie das im letzten Jahr war, nicht gedacht hätte, dass das so läuft. Ja? Mhm. Ich meine, klar, die Bayern sind auch ungeschlagen, also sind auch ohne Niederlage. Köln, Leipzig und Hoffenheim allerdings auch. Also von daher, bis jetzt erstmal nach 7 Spieltagen, finde ich, ist durchaus diese Liga noch ausgeglichen. Sehe ich genauso. Und ich bin absolut zufrieden, wenn ich aus der Eintracht-Brille mir das anschaue. Da muss ich auch mal hervorheben, dass in Vallejo unglaublich gut in diese Bundesliga gefunden hat, mit einer Unaufgeregtheit in der Innenverteidigung gegen die besten Gegner spielt. Auch muss ich den Mascarell immer wieder loben, dass der Junge einfach mal so in der Bundesliga jetzt spielt und der macht seine Sache auf der defensiven Mittelfeldposition so gut. Natürlich müssen wir auch über Fabian, wir können jetzt hier sehr viele Positivbeispiele nennen, aber gerade die Leute, die auch in dieser Sommerpause erst zu uns gestoßen sind, dass die sich so gut und adäquat mittlerweile eingefügt haben, im positiven Sinne, ist für mich eine kleine Überraschung und eine durchaus erfreuliche. Genau, wenn es auch so ein bisschen traurig ist, ich glaube, der Stefan vom Blog G hat da das getwittert, sinngemäß irgendwas von wegen, schön zu sehen, wie Vallejo sich von Spiel zu Spiel steigert, schade, dass er nicht länger als ein Jahr bei der Eintracht sein wird. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, so einen Spieler wirklich mal dauerhaft zu verpflichten, ich glaube, das werden wir in nächster Zeit nicht sehen. Aber schön, dass wir ihn halt einfach für uns auf dem Rasen stehen sehen können. Ich glaube, das macht auch viel aus, wie man so ein Spiel am Ende erlebt. Also ich war froh, dass ich den Weg angetreten bin und mir das Spiel wirklich live anzusehen. Da war alles drin und das war eine super Einstellung. Und die Spieler haben ja jetzt auch verdient frei bekommen, um sich dann jetzt auf das nächste Spiel gegen den HSV vorzubereiten, was ja auch gar nicht mehr so lange einfach auch hin ist. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, aber da spricht Stefan ja natürlich einen sehr guten Punkt an. Das ist halt wirklich so. Aber andererseits, wir müssen auch froh sein, dass wir so Spieler jetzt über diese Saison einfach in unserem Kader haben, auch die uns verstärken. Denn, wie das halt so ist, wenn die Eintracht so eine gute Saison spielt und diesen Schnitt einigermaßen hält und dann alle Spieler dementsprechend aufwertet, dass wir halt nicht auf Platz 15 stehen, sondern am Ende der Saison einen guten 7., 8. Platz gemacht haben, dann ist es halt auch trotzdem ein Gewinn für die Eintracht, ne? Aber das ist halt eine Diskussion, die wir ja schon mal angerissen haben. Die werden wir wahrscheinlich bis zum Ende dieser Saison führen. Ist auch durchaus spannend, aber momentan verstärken sie uns. Und es ist ja so, und das ist ja der größte Vorteil, den wir aktuell haben, wir werden eine missliche Lage gebracht. Mit 11 Punkten jetzt nach den 7 Spielen, das ist doch super. Und wir kommen nicht unten rein, du hast nicht wieder diese Situation, dass Spieler vielleicht an sich selbst zweifeln, weil gewisse Dinge nicht funktionieren. Es ist ja nicht so, dass wir nur Spieler haben, bei denen eitel Sonnenschein ist. Also ich meine, ich erinnere an Seferovic, Gacinovic hat in der letzten Zeit wieder ein bisschen abgebaut. Ja, gut, Meier hat jetzt mal ein Spiel nicht getroffen, das ist kein Drama. Aber so die ein oder andere Problemzone gibt es, auch Rogota ist so, der erste Hype halt einfach weg. Aber die Spieler kannst du momentan wirklich gut mittragen und solange wir uns auf diesem Niveau bewegen, ist das auch alles super. Ja. Ja.
Bei den Bayern, was würdest du momentan sagen? Also ich meine, wir gucken, also ich weiß nicht, ich gucke mir natürlich jetzt nicht jedes Bayern-Spiel an, wobei ich glaube, bei den Bayern habe ich wirklich eine relativ hohe Quote, weil die Spiele grundsätzlich ja eher so, also auch ein gewisses Interesse haben. Aber würdest du das jetzt so ähnlich negativ sehen, wie viele Bayern-Fans das sehr kritisch betrachten bei ihrer eigenen Mannschaft aktuell? Nee, würde ich jetzt nicht. Ich meine, es kommt jetzt nicht unerwartet. Ich glaube, ich habe das hier in der Runde auch schon mal erwähnt. Die Bayern sind nicht unschlagbar. Vor allen Dingen nicht in der ersten Saison nach einem solchen Trainerwechsel. Guardiola hatte ein ganz anderes Spielsystem, als Ancelotti es spielen lässt. Die Bayern waren in der Vergangenheit, wenn man sich das anguckt, in der ersten Saison nie auf demselben Niveau in der Saison wie in der Spielzeit davor. Die müssen sich jetzt einfach mal drauf einstellen. Ich meine, klar, wir sprechen immer noch von extrem guten Spielern und auch von extrem hochbezahlten Spielern da, aber man muss halt auch dazu sagen, wir sind halt jetzt auch erst am 7. Spieltag, ja. Da kommen noch 27. Da kann auch viel passieren. Ja, und es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie absolut enttäuscht haben, sondern es ist halt einfach so, dass sie sich schwer tun und dass vielleicht manches Ergebnis nicht so hoch ist, wie man es in der letzten Saison noch erlebt hätte. Aber also ich würde jetzt da nicht schwarz malen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Bayern Meister werden. Es ist für mich spannend zu sehen, wer da Zweiter wird. Ich sehe da irgendwie Dortmund oder Leverkusen auf lange Sicht. Es wird spannend zu sehen, auf welchem Platz am Ende der Saison Leipzig abschneidet. Ich freue mich extrem drauf zu sehen, was da jetzt mit dem FC noch passiert. Auch eine geile Geschichte aktuell, ne? Also das muss man ja mal schauen, muss man wirklich mal so betrachten. Wir haben ja den EFC, den EFC, den FC ja sowieso immer so ein bisschen im Blickfeld, allein durch so komische Konsorten. Schönen Gruß an Lost in Nippes und ja, also treue Zuhörer, die natürlich große FC-Fans sind und dann leiden wir ja natürlich auch öfter mal mit. Aber momentan haben wir nichts zu leiden, sondern eher zu freuen. Wenn die Kölner da mit 15 Punkten nach 7 Spielen auf Platz 2 stehen, dann ist das schon eine Hausnummer. Ja, also von daher, ich sehe die Situation der Bayern und auch generell das jetzt nicht so schwarz. Was mich ein bisschen verwundert, ist halt eher, dass, weil ja abzusehen war, dass die durchaus ein bisschen patzen werden, dass die Konkurrenz jetzt in Form von Dortmund es nicht geschafft hat, das jetzt irgendwie mal auszunutzen, sondern quasi dann auch immer gleichzeitig mitgepatzt hat. Sonst wäre das Ganze wahrscheinlich noch viel spannender, aber. Ja, also ich würde das jetzt nicht schwarz malen. Ich glaube jetzt nicht, dass bei den Bayern jetzt irgendwie eine Trainerentlassung oder irgendwas im Raum steht. Ich glaube, das wird es auch nicht bringen. Ich denke, die Spieler sind generell ja alle froh, dass Carlo Ancelotti mittlerweile Trainer ist. Denn es gab ja auch durchaus diese Konflikte, wo viele auch gesagt haben, ja, dass sie halt nicht mehr so gut mit Pep Guardiola können und auch sich einen Wechsel wünschen würden. Genau das haben sie ja jetzt. Und jetzt müssen sie halt sehen, dass sie damit einigermaßen zurande kommen. Aber ich denke auch, dass das einfach so eine Übersetzungszeit ist, die eine Weile braucht, bis halt Ancelotti, bis sich alle auf ihn eingestellt haben und er auch genau weiß, wie er die Stellen besetzen will. Da sind auch so Spieler, weißt du, darf man nicht vergessen, Alaba ist momentan zum Beispiel in keiner herausragenden Form. Das wird jetzt wieder besser, aber auch ein Xabi Alonso, ja, der hat gegen die Eintracht wirklich, würde man sagen, grauselige Partie gespielt. Also dann, da kommen halt auch da Dinge zusammen. Wichtig wird halt für die Bayern halt auch sein, dass sie im internationalen Wettbewerb weiterkommen. Da hat ja die Niederlage denen jetzt auch schwer zugesetzt zuletzt. Da müssen wir jetzt in der Champions League sehen, dass sie da halt wieder auf den grünen Zweig kommen. Aber ich meine, wenn du eine Abwehr hast, die mit Boateng und Hummels eigentlich mit die stabilste ist, wie man sie sich vorstellen kann, und dann noch Alarm und Alaba. Ja, gut, dann braucht einem jetzt auch nicht Angst und Bange werden. Ich glaube auch, dass die sich konsolidieren werden, aber die müssen natürlich auch die spielerische Klasse, was halt auch einige Bayern-Fans momentan bemängeln, die müssen sie halt wieder auf den Platz bringen. Und dann gibt es auch wieder deutlichere Ergebnisse. Aber für die Bundesliga ist ja diese Schwächephase, würde ich mal sagen, ein kleiner Segen. Ja, ich würde es ja nicht mal wirklich Schwäche nennen, sondern es ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, es ist halt einfach jetzt so eine Transferzeit, die geht halt nicht, also da geht es halt nicht genauso weiter wie vorher, das ist ja immer so.
Wenn du mit unglaublich viel Druck auf dem Kessel über Jahre hinweg spielst, wie bei Pep Guardiola, wo natürlich aber auch eine gewisse Anspannung geherrscht hat und die dann erstmal weggeht durch einen neuen Trainer, der natürlich ein viel mehr laissez-faire spielen lässt, aber auch viel mehr die Spieler in die Verantwortung nimmt, also das heißt auch den spielerischen Intellekt der eigenen Spiele hervorhebt, dann ist es natürlich klar, dass diese Zwischenzeit vielleicht nicht alles immer hundertprozentig laufen kann, aber ich denke, der Wechsel hin zu Ancelotti, obwohl ich ein großer Guardiola-Befürworter war, wird den Bayern nicht schlecht tun und wir erfreuen uns daran, an, dass wir mal einen Punkt hier ergaunern, die Kölner da mal einen Punkt ergaunern und das andere im Endeffekt wesentlich näher zusammenrückt und nicht nach dem 7. Spieltag schon 10 Punkte Unterschied da. Ja, also für die Liga kann es eigentlich wirklich nur gut sein, wenn man da jetzt so ein bisschen mehr Spannung einfach in dem Ding drin haben. Von daher ist das für mich alles vollkommen in Ordnung. Was ich so ein bisschen unschön fand, was aber auch abzusehen ist, dass es so war jetzt beim Spiel am Wochenende, war, dass ich fand, es war im Stadion extrem ruhig, was natürlich ganz klar mit der Schließung des Block 40 zusammenhängt. Ich fand aber auch so, dass ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass einfach im Zuge des Spiels, weil es ja doch einiges hergegeben hat, so ein bisschen Stimmung aufkam. Aber das war immer nur sehr kurzzeitig und war danach dann doch wieder extremst ruhig. Mhm. Also das fand ich so ein bisschen schade. Das hätte dem ganzen Spiel einfach gut getan, wenn man da mehr Stimmung drin gehabt hätte, aber auch das ist ja etwas, was wir uns selbst zuzuschreiben haben, was ich nicht brauche und was es auch ich mir an dem Tag hätte gut durchaus sparen können, war die Aktion von den Bayern-Fans, die dann da irgendwie angefangen haben, da Pyros zu zünden. Also, ja. Ja, also was ich im Endeffekt jetzt bei deiner Aussage interessant finde, ist ja die Tatsache, dass du ganz gern Stimmung gehabt hättest, ne? Aber zum Beispiel im 42er, das teilweise probiert wurde, wieder Stimmung an den Tag zu legen. Und da ging es ganz radikal so, wo dann einige gesagt haben, hier, nee, sei ruhig, dieser 65-minütige Stimmungsboykott, der muss durchgezogen werden. Ja. Also es kam ja immer mal so situationsabhängige Stimmung auf. Natürlich, wenn Tore gefallen sind oder wenn brenzlige Situationen waren, also halt diese typischen Ausrufgeräusche, ne? Aber so Fangesänge hast du in dem Maße nicht so vernommen. Natürlich einige Versuche von anderen, die mal gedacht haben, jetzt bin ich mal hier für einen Tag Capo und jetzt kann ich mal im Stadion singen, was ich will und so. Das war dann auch eher so schlecht als recht, ein bisschen peinlich. Aber sonst gab es halt auch viele, die gesagt haben, hier 65 Minuten Ruhe, das wollen wir auch nicht. Und dann, weil ja auch die Bayern-Fans über 65 Minuten gar nichts gemacht haben, aus so einer Qualität. Ja, das ist richtig. Ne? Was ja dann auch obskur ist, wenn du dann natürlich eigentlich wegen dir sind so ruhig und du fängst dann an, irgendwie zu grölen, ja, okay. Ich bin aber auch froh, wenn das jetzt erstmal wieder Geschichte ist und beim nächsten Spiel wieder ganz normal über 90 Minuten Stimmung gemacht wird. Am besten auch situationsabhängig, aber halt du eine andere Atmosphäre hast, weil natürlich gegen die Bayern, wo du auch das Gefühl hast, dass eine Stimmung, eine gewisse Aufgehitztheit, aber auch so eine Emotionalität grundsätzlicherweise einfach dazu beitragen kann, dass du hier ein ganz besonderes Big Fight Feeling hast. Mhm. Ja. Also nicht klar, dass man im Stimmungsboykott kann ich verstehen und nachvollziehen, aber ich fand, es hätte noch so das Tüpfelchen auf dem I wäre es gewesen bei dem Spiel, wenn man da einfach ein bisschen mehr Stimmung gehabt hätte, ja, aber gut. Das verstehe ich, ja. Auf der anderen Seite muss man dann halt auch anmerken, dass es dann ja durchaus auch bemerkenswert ist, dass sowohl wir als auch die Bayern-Fans das dann halt einfach auch durchgezogen haben und dann halt wirklich die 65 Minuten da einfach komplett ruhig waren, also das Spiel hätte ja auch genug Situationen hergegeben, wo man einfach gesagt hätte, so jetzt ist hier aber, hört man nach 30 Minuten schon auf, weil genug Spannung wäre ja auch da gewesen. Also von daher, das muss man denen ja auch zugute halten. Auf jeden Fall. Und das, ja, fand ich auch eine respektable Angelegenheit. Fand ich eine schöne Situation der Bayern. Und ja, so kann es, also so harmonisch kann es öfter ablaufen zwischen rivalisierenden, will ich jetzt ja gar nicht sagen, aber zwischen unterschiedlichen Fangruppierungen. Genau. Unterschiedliche Fangruppierungen treffen an diesem Freitag wieder aufeinander, wenn wir nach Hamburg zum HSV fahren, der bislang aus den 7 Spielen gerade mal 2 Punkte irgendwie über die Linie gerettet hat. Wenn man sich so das anguckt, wie wir am Wochenende gegen die Bayern gespielt haben, müsste man ja eigentlich sagen, leichtes Spiel für uns, oder?
Ja, genau. Genau, das sind dann wieder die Spiele, wo du als Eintracht-Fan eigentlich gerade an diesem Freitag dann entsetzt vor dem Fernseher sitzt und dir einfach nur denkst, warum zur Hölle kann die Eintracht das Spiel nicht einfach mal durchbringen und warum kann die Eintracht dieses Spiel, vorher waren sie noch so dominant, nicht einfach mal gewinnen und dann verlierst du 0-1 nachdem du in der 60. Minute einen Gegentreffer kassiert hast und keine Chance mehr aufs gegnerische Tor bekommen hast. Also das sind so die Spiele, wo uns immer Angst und Bange eigentlich wird. Ich bin mir nicht sicher, wie es diesmal ist, aber auch muss man ja sagen, dass der HSV jetzt keinen richtigen Aufwind durch den Trainerwechsel bekommen hat, aber ein bisschen mehr Stabilität ist drin. Jetzt ist Gisdol da. Labbadia wurde ja schon jetzt vor ein paar Wochen ja in die ewigen Jagdgründe geschickt und ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV jetzt mit einem Feuerwerk anfängt. Aber für die Eintracht wird es halt eine ganz neue Spielsituation. Und ich glaube, für Kovac muss seinen Mann hier verdeutlichen, dass es auch hier nur funktioniert, sei es 1 oder 3 Punkte, wenn du wirklich an dein Leistungsmaximum gehst. Und genauso heftig gegen den Mann gehst, genauso heftig gegen den Spieler gehst, wie du es bei den Bayern gemacht hast. Und dann ist es auch egal, ob du jetzt eine 5er-Abwehrkette hast oder eine 3er, dann musst du denen die ganze Zeit auf den Pfoten stehen. Ja, also man muss ja dazu sagen, den Punkt, den der HSV sich am Wochenende ergaunert, muss man ja wirklich sagen, gegen Gladbach hat, da war ja auch viel Glück mit dabei. Ich meine, die haben eine rote Karte kassiert, die haben 2 Elfmeter gegen sich bekommen, ja. Der eine wird gehalten, der andere wird verschossen, ja. Also eigentlich, wenn das mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätten die da irgendwie 3-0 am Ende rausgehen müssen, also. Ich glaube nicht, dass so eine Situation jetzt einfach nochmal abläuft. Aber ja, wir müssen einfach wieder in diesen Modus kommen, das Spiel machen. Wir müssen dem HSV, wie du schon sagst, den Spielern da kräftig auf den Füßen stehen. Wir müssen die unter Druck setzen. Ich glaube, mit Druck können die mal gerade überhaupt nicht umgehen. Und am besten, wenn es geht, früh irgendwie den ersten Treffer machen. Ja. Weil der HSV dürfte sich extrem schwer damit tun, aus einer Situation wieder rauszukommen, wo er einfach ja hinten dran liegt. Ja, das sehe ich genauso. Und du hast ja jetzt das HSV-Spiel gesehen gegen Gladbach und da ist ja einem schon aufgefallen, offensiv geht er ja beim HSV momentan noch nicht so viel. Also da hat Nö. Gisdol noch nicht die Möglichkeit gefunden, aufzuzeigen, wie man richtig gut offensiv spielen kann, trotz dass die Menschen oder die Spieler ja verfügbar sind. Also ich meine, Hunt ist kein schlechter Fußballer. Kostic hat unglaublich viel Geld gekostet, ja. Auch Nikolai Müller und auch selbst ein Lazoka, das sind alles ganz gute Fußballer. Die kriegen sie jetzt halt momentan noch nicht auf die Reihe, aber das sind trotzdem potenziell gefährliche Spiele. Können wir eigentlich auch froh sein, dass wir jetzt schon gegen die Hamburger spielen. Ich denke, dass sie sich im Laufe. Ich halte von Gisdol relativ viel als Trainer. Ich glaube, er wird sie weiter nach vorne bringen. Aber jetzt kann für uns noch eine ganz gute Möglichkeit sein, zumindest einen Punkt zu holen. Aber vielleicht sollten wir wirklich auch alles daran setzen, hier die 3 Punkte mitzunehmen. Weil der HSV ist jetzt noch ein Gegner, der weit unten steht. Die haben, wie du gesagt hast, erst 2 Punkte, sind die deutlich unter uns und es kann auch gerne so bleiben und du musst halt auch öfter mal wieder 3 Punkte holen. Das bringt dir halt nichts, wenn du nur einen Punkt gegen die Bayern holst und du kannst auch nicht nur mit einem Punkt in der Liga bleiben. Also hier gegen den HSV musst du schon sehen, dass du das Maximum der Punkte mitnimmst. Ja. Wobei ich nicht glaube, dass egal wer der Trainer beim HSV ist, die dieses Jahr noch retten kann, die sind dieses Jahr mehr als fällig. Ich glaube es nicht. Also ich hab momentan überhaupt gar nicht das Gefühl, dass die absteigen. Also so gar nicht. Also die werden sich jetzt, haben sich jetzt relativ früh von ihrem Trainer getrennt. Die werden sich ganz, auch für mich noch locker retten. Ist aber interessant, wie du das siehst und wie unterschiedlich ich das sehe. Vielleicht habe ich den HSV da einfach, habe ich da auch, ich will nicht sagen, HSV-Brille auf, aber vielleicht sehe ich das da auch noch zu rosa-rot. Ich bin gespannt, ob du recht hast, ja. Aber momentan würde ich sagen, die kommen da nochmal raus. Da wird sich noch so viel verschieben, auch wenn ich mir angucke, dass Schalke ja noch auf Platz 16 ist mit 4 Punkten. Die werden da langfristig nichts mehr mit zu tun haben. Ja. Ja, Ingolstadt wird auch mal spannend zu sehen sein, ob die jetzt dauerhaft da unten verweilen, jetzt gegen Köln verloren. Langsam gehen denen auch die Argumente aus. Ja, Wolfsburg hat ja jetzt einen Trainer gewechselt. Mir klar, dass die nicht da unten landen am Ende der Saison. Aber der wird sich noch ein bisschen was tun. Aber wie du schon gar nicht falsch angedeutet hast, wenn der HSV jetzt nicht mehr anfängt mit den Punkten, dann wird es halt auch ein bisschen problematisch. Was denkst du denn, wie wir von der Ausstellung her agieren werden?
da Hushti ja für das Spiel gesperrt ist, wer wird denn für Hushti da die Fäden im Mittelfeld ziehen, Hasebe? Ja, denke ich genauso. Also ich würde fast davon ausgehen, dass wir uns wird Kovac sowieso noch überraschen und dann denken wir, ach meine Güte, dass der so spielt, hätte ich ja nicht gedacht. Das, so ging es mir vor dem Bayern-Spiel. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass momentan Hasebe reinkommt für Hushti und ansonsten das erstmal so bleibt. Weil natürlich ist es sehr defensiv. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es enorm gut funktioniert hat. Und das schadet ja nichts, auch defensiv erstmal zu agieren, also potenziell defensiv zu agieren gegen den HSV. Ich meine, du spielst ja nicht zu Hause, dann kannst du auch mal ein bisschen mehr aufpassen, aber das Spielsystem entscheidet sich ja sowieso danach, wie offensiv wir gegen den Mann gehen. Und wenn das der Fall ist, wenn wir da wieder diese Radikalität an den Tag legen können, dann ist es dann auch egal, ob wir jetzt halt nominell mit einer Fünferkette spielen. Wie gesagt, so defensiv fand ich die Spielweise halt genau, gar die war nicht. Ja auch nicht defensiv, genau. Von daher, auch wenn es auf dem Papier so aussieht, haben wir ja schon einen ganz ordentlichen Zug nach vorne da gehabt, also von daher. Besser als auch teilweise zuvor, deswegen, das war ja eigentlich total toll, dass auch Otschipka gerannt ist und Chandler und dass du gemerkt hast, dass die beiden bemüht waren, Torchancen zu erarbeiten für andere und das ist doch eigentlich genau der Kern, das ist ja genau das, was wir sehen wollen und gleichzeitig hatten sie defensiv eine ordentliche Deckung, dass sie jetzt nicht gedacht haben, oh meine Güte, wenn ich jetzt nach vorne gehe und dann fehle ich wieder hinten und so weiter und so fort. Sie hatten die Sicherheit, das haben sie selbst gegen Bayern genutzt und warum nicht gegen den HSV ähnlich agieren? Ja, absolut. Also von daher dürften wir eine relativ ähnliche Aufstellung sehen. Wie gesagt, die eine Position oder die eine personelle Änderung einfach bedingt dadurch, dass Hushti das Ding jetzt wahrscheinlich einfach auch zu Hause am Fernseher guckt. Genau. Gut, ist dann so. Aber ich meine, das ist ja auch Hasebe, kann man durchaus machen. Also ich glaube, gegen den HSV würde mich das jetzt nicht so schmerzen wie gegen andere Vereine. Genau. Wahrscheinlich überschätze ich das alles auch mal wieder total und es geht am Ende total anders aus, aber wir werden es erleben. So sieht's aus. Ja, was denkst du? Punktemäßig, tormäßig? Punkte kriegen wir da 3. Da ja, sehr gar, gut. Gar keine Diskussion und Adler ist schon irgendwie so ein bisschen in Form, würde ich sagen. Trotzdem, boah, ich sag mal, wir fahren mit einem 0-2 nach Hause, also 2-0. 2-0 für uns, 0-2. Du weißt, was ich meine. Ja, also Adler, er schwankt ja momentan zwischen Himmel und Hölle. Der hat auch schon den ein oder anderen Elfmeter verschuldet und hat auch schon mal eine oder andere schlechte Phase gehabt in dieser Saison. Also trotzdem ist er, ja, trotzdem ganz klarer Stammtorhüter. Ich würde trotzdem sagen, dass wir auch gewinnen, ja, 2-1. Und das eine Gegentor, was wir kassieren wir durch einen Einwechselspieler namens Luca Waldschmidt. Der ist ja bei denen momentan auf der Bank. Er hat ja, stimmt, so da habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, und das sind immer so Dinge, wo ich mir denke, ah, der Waldschmidt, wenn es dir gegen die Eintracht geht. Und ich gehe auch davon aus, dass Gisdol damit spielt. Er wird den mit Sicherheit nicht von Anfang an bringen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das im Verlauf des Spiels kommt er noch und dann gibt es dann so eine Situation. Aber weil wir davor, weil wir trotzdem eine bessere Mannschaft sind, gewinnen wir das Spiel einfach 2-1 und dann ist mir das auch egal. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass momentan viele Leute irgendwie vom HSV eine Chance hätten, an Radetzky da irgendwie vorbeizukommen. Der Kerl überrascht mich jedes Mal wieder, was der da für Dinger irgendwie rausholt. Mhm. Der ist auch. Also Radetzky, ich denke da, das kann man fast bei jeder Folge sagen, das ist halt einfach ein guter Mann und da kann man froh sein, dass wir den überhaupt in unserem Kader haben. Und es wird auch schwer sein, für den HSV gegen ihn zu bestehen. Ja, also das denke ich auch. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel nicht so viel spielerische Highlights mit sich bringen wird, wie das Spiel gegen die Bayern am Wochenende. Mm-mm. Das wird wahrscheinlich eher so ein unansehnliches Spiel, typisch irgendwie für so einen Freitag. Schauen wir mal, was es da gibt. Mm-hmm. Nun gut, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich schon fast den Deckel wieder. Genau, dann haben wir den Deckel drauf. Wir haben nichts Aktuelles. Wir haben auch keinen Dummschwätzer. Ich möchte trotzdem gerne noch 2 Empfehlungen loswerden und einmal kurz was in der Kategorie Housekeeping ansprechen und dann sind wir auch schon durch für heute. Ich spreche dann auch noch was an. Mhm. Gut, die eine Empfehlung ist eine kleine Sonderfolge, die ich letzte Woche aufgenommen habe. Ich habe mich
mit unserem Hörer Daniel zusammen telefoniert über Skype, was man wahrscheinlich an der Audioqualität hört, der momentan in Abu Dhabi ist und mit dem ich mich mal so unterhalten habe, wie es denn ist, von da aus die Bundesliga und auch die Eintracht im Speziellen zu verfolgen und wie so die Situation mit Fußball und Sport da unten ist. Ist ein kurzes, aber wie ich finde, sehr angenehmes Gespräch. Wer da mal reinhören mag, findet den Hinweis auf diese Sonderfolge in unserem Blog unter eintracht-podcast.de. Da müsst ihr ja sowieso hin, um euch die anderen Links anzuschauen und diese Folge anzuhören. Also von daher, wenn ihr da sowieso einmal seid, klickt danach noch einmal weiter. Und wenn ihr damit fertig seid, dann geht doch mal rüber auf YouTube. Da sind die Videos von der Subscribe 8, das ist die Podcaster-Konferenz, die hat am Wochenende stattgefunden. Während die Bayern bei uns zu Besuch waren, fand diese Podcaster-Konferenz im Räumen des Bayerischen Rundfunks in München statt. Und da war der geschätzte Herr G. Netzer, auch bekannt als Max Jakob Ost, Macher des Rasenfunk und hat eine halbe Stunde war es, glaube ich, darüber gesprochen, warum Fußball-Podcasts ideale Einstiegsdroge für Podcasts sind. Wo er mal so ein paar erwähnt hat und so ein paar Hintergründe aufgelistet hat, fand ich ein sehr angenehmes Gespräch, was da zu hören ist oder einen angenehmen Vortrag. Also wer sich das gerne noch anhören möchte, findet auch den Link dazu bei uns in den Shownotes zur Folge 241. Wunderbar. Und ich habe noch einen Tipp für alle Leute, die in der Nähe von Frankfurt wohnen oder in Frankfurt direkt. Die Buchmesse hat ja jetzt angefangen. Ist ja klar, kann man hingehen, gibt es viele tolle Events. Open Books gibt es auch, die Gegenbuchmesse. Und, wie ich in der letzten Folge schon angedeutet habe, der Comic-Satellit. Also, falls ihr mal Lust habt, mal wieder euch Comics anzuschauen, die Frankfurter Künstler, die aus dem Frankfurter Umkreis kommen, ein bisschen zu supporten, geht auf die Webseite comicsatellit.de, also klein und zusammen, und da seht ihr das ganze Programm, da gibt es Musik, da gibt es Lesungen, da gibt es Kunst, da gibt es sogar eine Party und sogar Filme. Die Leute von Nicht Lustig sind da, kennt man ja, haben ja auch einen eigenen Kinofilm gemacht, also die werden die dann zeigen. Schaut vorbei, unterstützt die lokalen Künstler, denn nur so haben die eine Möglichkeit, darauf zu bestehen. Genau, wir hatten den Link dazu, glaube ich, schon in der Folge von der letzten Woche in den Shownotes. Genau. Ich packe den jetzt einfach da nochmal mit rein. Also wer sich das da nochmal vorab anschauen oder sich informieren möchte, der kann da reingucken und dann da einfach mal hingehen. Ist, glaube ich, in der Zentrale in Frankfurt, gell? Genau, in der Zentrale in Frankfurt ist die Haupt, ist den hauptsächlichen Programm Events, Programmteil. Es gibt dann aber auch nochmal das T3. Das ist dieser eine schöne Comicladen in der Nähe vom Eschenheimer Tor. Da ist auch noch ein bisschen was. Dann, wie gesagt, im Berger Kino gibt es dann hier die Nicht Lustig, die Kinoshow. Richtig geil. Ich habe mir schon die Trailer angeguckt. Bin jetzt schon überlegen, ob ich da mal hingehen soll, weil ich denke, es lohnt sich auf alle Fälle. Ja. Und wie gesagt, ansonsten Kleinigkeiten, die verführen und wo du sagst, ach Gott, mit Comics, da könnte ich mich eigentlich stundenlang beschäftigen. Das sollte man sowieso viel öfters tun. Genau, und wenn ihr da nicht all euren Support gelassen habt, dann findet ihr unter eintracht-podcast.de/support jetzt mal eine Auflistung von all dem, wie ihr uns unterstützen könnt. Und dann sind wir in der kurzen Erwähnung für das Housekeeping. Wir bekommen immer wieder Fragen, wie man uns denn unterstützen kann. Und ich habe mich da die letzte Woche mal hingesetzt und habe da einfach mal alles aufgeschrieben, was es da gibt. Und wir reden jetzt bei Unterstützen nicht immer nur von finanziellen, sondern für uns ist auch einfach ganz wichtig in der Unterstützung zum einen, dass ihr uns Feedback gebt und sagt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir gut machen, was wir schlecht machen, uns weiterempfehlt, weil am Ende des Tages ist die Währung für so einen Podcast einfach die Anzahl der Abrufe pro Folge und wir befinden uns in so einer kleinen, aber doch feinen und schnuckligen Nische und wenn wir die ein bisschen größer machen wollen, dann sind wir da ganz viel auf euch drauf angewiesen, dass ihr einfach euren Freunden oder wem auch immer erzählt, dass es uns gibt, weil diese ganzen Verzeichnisse, die es da gibt, iTunes und Co., die halt nur bedingt helfen, das heißt, wenn ihr da eine Rezension hinterlasst, dann hilft uns das zumindest kurzzeitig, von daher dürft ihr auch das gerne tun, aber ansonsten auch gerne. Ich lese immer gerne Rezensionen. Ich lese immer gerne Rezensionen, ist kein Witz. Ich gucke da immer genau drauf, weil das natürlich auch für uns dann immer nochmal so ein Richtmaß ist. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel nicht unsere, nicht Twitter oder Facebook nicht benutzen und auch jetzt nicht groß auf unserer Seite aktiv sind, aber dann trotzdem halt mal bei iTunes was schreiben. Genau. Also macht es und wenn es euch gefällt, wisst ihr, die volle Sternanzahl finde ich sowieso super und wenn wir uns dann beim nächsten Sommerfest sehen, gibt es auch gerne mal wieder Apfelwein, einen Apfelsaft oder auch mal einen Glaskuchen. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Und da freuen wir uns alle drüber.
Genau, also schaut es euch an, eintracht-podcast.de/support, da findet ihr alle Infos. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser kurzen, aber doch lustigen Folge für diese Woche schon durch. Ich denke, die anderen sind alle noch am Arbeiten, die können sich das dann morgen anhören. Und ja, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Allen denen, die am Freitag nach Hamburg zum Spiel gegen den HSV reisen, wünschen wir viel Spaß. Benehmt euch, bringt Punkte mit und ja, in der nächsten Woche haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten, was die Terminlage angeht, weil am Dienstag ja das DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt ist. Und von daher werden wir unseren Sendeplatz verlegen. Wann genau und zu welcher Zeit, das teilen wir noch mit. Also da vielleicht einfach mal unsere Social-Kanäle im Blick behalten oder im Blog auf der Seite immer mal wieder vorbeigucken. Ich werde es auf jeden Fall, sobald wir uns festgelegt haben, da reinschreiben, sodass ihr dann auch genauestens wisst, wann wir live aufnehmen und dann auch ungefähr, wann eine neue Folge rauskommt. So, dann machen wir den Sack zu und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann, macht's gut!